unsere Top 3 für den Monat April. Ja, aber ich liebe sie doch alle. Ich liebe sie doch alle. Alles, ja, man muss ja auch Spiele lieb haben. Alle lieb haben. Hallo, hier sind die Hausies, Tanja, Thorsten und natürlich Familie Enterich. Ja, wir haben mal wieder unsere Top 3, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Und das war gar nicht mal so leicht diesen Monat. Nein, es war wirklich nicht so leicht. Nee. Und ich kann schon mal spoilern, ich werde heute wieder nach langer Zeit den Tanja-Joker ziehen. Nein! Nein! Hast du nicht gedacht. Ja, wer fängt denn heute an? Ja, wie immer Ladies First. Ach, da muss ich auch noch anfangen als Erstes. Ja, natürlich. Okay, ja, mein dritter Platz ist, ist in diesem Monat, es ist so schwer gewesen, aber mein dritter Platz war, genau, Claim Kingdoms. Ein kleines, schnell gespieltes Legespiel für zwei Personen. Und ja, das war aber auch so eine kleine Überraschung. Claim haben wir ja als Stichspiele da, als Kartenspiele. Und das ist jetzt die Umsetzung als Legespiel. Und ja, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, ich liebe ja Legespiele. Und ja, das ist einfach so, was mir Spaß gemacht hat. Und man spielt es ruckzuck in, ja, hier steht drauf 30 Minuten, aber ich glaube, wir haben es schneller gespielt als 30 Minuten. Ja. Und ja, das ist mein dritter Platz. Was mir hierbei sehr gut gefällt, ist tatsächlich, dass es schafft, das Kartenspiel sehr gut umzusetzen. So kann ich das Spiel gleich zweimal genießen. Einmal mit Tanja als Plättchenlegespiel und mit einem guten Kumpel als Stichspiel, als Kartenspiel. Ja, das ist mein dritter Platz. Und ja, ich ziehe direkt den Tanja-Joker. Direkt für den dritten Platz schon. Und zwar, ja, was mir diesen Monat auch sehr viel Spaß und Freude gemacht hat. Und zwar ist es... Oha. The Castle of Tuscany. Genau. Ist ein sehr schönes Spiel, was auch von der Spielregeln sehr schnell zu spielen ist, sehr schnell definitiv zu lernen zugänglich, ist. Ja. Und ja, ist unser erstes Stefan Feld-Spiel, glaube ich, gewesen. Und ja, wir haben da auch sehr viel Spaß gehabt und haben das zu zweit und zu dritt ja, gespielt. Mhm. Und ja, es hat Spaß gemacht und es kommt auf jeden Fall wieder auf den Tisch. Und deswegen teilt es sich den dritten Platz in diesem Monat von der Spielerfahrung und vom Spielfeeling für mich mit diesem Spiel. Ja, die Enten waren im Weg. Also, die beiden sind bei mir der dritte Platz. Tja, was war denn dein dritter Platz? Mein dritter Platz? Also, ich muss echt sagen, das waren ja alles viele gute und tolle Spiele dieses Mal. Also, so viele Plätze gibt es eigentlich gar nicht, wie ich gut finde, diesen Monat, weil mir wirklich viele Spaß gemacht haben. Hätten wir vielleicht lieber eine Top 10 machen weil wir, sollen. Ja, wir haben halt also auch diesmal das schöne Glück gehabt, dass wir zwei Spieletage gehabt haben oder zwei Spieleabende mit einem guten Freund, womit wir viele Spiele austesten konnten und auch nochmal beliebte Klassiker spielen konnten. Und ja, beliebter Klassiker ist ein Stichwort. Es ist wieder da. Okay. Ich brauche dafür beide Hände. Du brauchst beide Hände. Es ist tatsächlich wieder soweit. Monster Slaughter kam auf den Tisch. Ja. Ja, es war wieder episch. Wir haben wieder eine Hütte überfallen. Wir haben Teenager gejagt. Wir haben vorher Wetten abgeschlossen. Wer will wen in welcher Reihenfolge zuerst sterben sehen? Oder wer wird bei wem der Happy Meal? Diesmal blieb es aber dann nicht nur bei einer Hütte, sondern nein, wir haben sogar uns auch diesmal in den Keller ausgebreitet mit der neuen Erweiterung Monster Slaughter Underground. Bringt einen neuen Raum dazu. Es geht diesmal in den Keller. Wir haben diesmal das sehr schöne Thema mit dabei, dass unsere Monsterfamilien auch mittlerweile mutieren können. Sie können schneller werden, stärker werden, ja, mehr Schaden machen oder ähnliches. Und hier kommen sogar auch noch zwei Agenten mit ins Spiel, Agent P und Agent S, die uns das Leben manchmal ganz schön schwer machen konnten. Tolle Namen. Also ich freue mich immer wieder drauf, wenn es auf den Tisch kommt. Mit der Erweiterung macht es mir sogar gleich nochmal einen Tacken mehr Spaß.
Hab sofort dann, wie wir es gespielt haben, wieder Kopfkino gehabt von diversesten Filmen, die man vielleicht hätte auch noch drehen können, irgendwie aus der 80er Jahre B-Movies. Und ich freue mich ja drauf, wenn es wieder auf den Tisch kommt. Verdienter dritter Platz bei dir. Und ja, hätte ich auch bei mir mit, wenn ich eine Top 10 gemacht hätte, wäre es bei mir auch diesen Monat auch drauf gekommen, bestimmt. Ja, jetzt kommen wir dann zum zweiten Platz von diesem Monat. Und auch da, es war wieder sehr ja, schwer, da zu entscheiden, was mein zweiter Platz war. Und ich werde euch jetzt sagen, was mein zweiter Platz ist. Mein zweiter Platz ist, ta-ta-ta-ta, Oha. in der Halle des Bergkönigs. Das war ein Titel, wo ich sehr gespannt war in diesem Halbjahr. Und ja, wir haben es gespielt und ich wurde nicht enttäuscht. Also es ist ein Spiel mit viel Mechaniken. Es kommt so ein bisschen Puzzeln rein, unter anderem. Und natürlich im Ressourcenmanagement haben wir natürlich auch. Und die Ressourcen sind sehr knapp. Und auch die Trolle sind sehr knapp, man kann nicht so viele sammeln. Und am Anfang denkt man, ja, man kann das ganze Spielfeld bepuzzeln mit Ja, seinen das habe ich am Anfang Labyrinthen. auch gedacht. Und dann ist es aber dann doch so gewesen, dass man halt wirklich nur so ein kleines bisschen gepuzzelt hat. Und aber es hat richtig Spaß gemacht, das Material hat auch Spaß gemacht. Also das ist deswegen auf meinen zweiten Platz direkt gerutscht, weil ich mich, ja, ich habe richtig Spaß dran gehabt und freue mich schon auf die nächsten Partien. Gespielt haben wir es zu dritt. Zu zweit haben wir es noch nicht. Das ist wohl das nächste, was wir ausprobieren werden. Vielleicht sogar Ja, schon morgen. vielleicht sogar schon morgen, ne? Ja, und ja, wir waren doch uns einig. Ich habe die letzten Monate keine Tanja Jokers Jetzt holst du gezogen. alles raus. Deswegen ziehe ich jetzt nochmal den Tanja Joker. Und zwar, was mir diesen Monat auch besonders viel Spaß gemacht hat, hätte ich nicht gedacht. Aber das war dieses kleine, feine Chakra-Spiel. Okay. Okay. Ist ein abstraktes, ja, Spiel, was aber schon sehr viel Tiefe hat. Man kann, wenn man schnell überlegt, kann man das richtig schnell runterspielen. Es stehen 30 Minuten drauf. Wir haben es etwas länger gespielt, aber Ja gut, war ja auch die war Erstpartie, die ne? Erstpartie, aber es hat richtig Spaß gemacht und da bin ich auch froh, wenn das wieder auf den Tisch kommt. Also das auch vom Spielmaterial ist halt was anderes, wobei ich eigentlich nicht auf so viele kleine Steinchen stehe, eigentlich beim Spiel, aber ja, das hat mir diesen Monat auch besonders viel Spaß gemacht. Ja, und wisst ihr was? Wir machen heute keine Top 3. Ich ziehe nochmal den Tanja Joker. Ich übertreibe es heute. Es ist wirklich so, ich kann mich nicht entscheiden. Und ja, hier haben wir doch. Das ist bei mir mit auf den zweiten Platz gelandet. Ein schnelles, kleines. Ja, Spiel, was mir auch richtig viel Spaß gemacht hat, Schottentotten 2. Und schnell gespielt und schnell gelernt. Und ja, es ist ein Kartenspiel für zwei Personen. Ja, hat der Und Poker alle Art mit drin, ne? ja, man kämpft gegeneinander. Und ja, entweder man ist der Angreifer oder der Verteidiger. Und ja. Hat richtig Spaß gemacht und jetzt übertreibe ich es nicht. Ich könnte eigentlich weitermachen. Ich könnte noch mehr auf den zweiten Platz machen, aber ich Ja. lasse es. Es sind noch ein paar mehr schöne Spiele gewesen und aber es kommt noch ein gespielt Video, wo wir dann halt die anderen Da können wir Spiele zum auch Glück ein noch bisschen mal ausführlicher drüber sprechen. genau ausführlicher darüber reden Sind auch und einige Titel bei gewesen, wo wir das erste Mal das Spiel hatten und so das erste ran gefühlt haben, ne? genau. Das erste Anfühlen, wie spielt es sich, wie kann es noch werden? Wir hatten auch Klassiker auf dem Tisch. Hier, das haben wir auch mal wieder gespielt. Ne? War auch sehr schön. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen, was wir beim. Das kommt alles beim gespielt. So, du darfst jetzt auch. Du darfst deinen Ich zweiten habe, Platz ja, präsentieren. also ich habe einen zweiten Platz, wo du gerade sagst, Klassiker. Ja, also mittlerweile ist es ja schon so ein halber Klassiker bei uns, was mir nämlich diesen Monat verdammt Spaß auch diesmal gemacht haben. Ja. Interessanterweise auch, weil wir es zweimal gespielt haben. Einmal in der Familie mit wenig Spielern. Ja.
Und einmal dann nochmal mit einem Freund von uns, der dann mit uns doch regelmäßiger was spielt. Da konnten wir nicht dann mal beide Varianten nochmal genießen. Ja. Da die Rede ist nämlich davon, die Insel der Katzen. Also es macht mir nach wie vor Spaß. Wir puzzeln hier Katzen auf dem Schiff. Ja, in der Familienversion sparen wir uns das Kartendraften, um Aktionen auszuführen, sondern da ist es dann eher das ruhige, gemütliche Puzzeln, was aber verdammt gut funktioniert hat, weil wir haben da eine Katzenfan dabei gehabt, die sich dann dazu mit reinziehen ließ, so rum, mein Gott. Also Und Katzenfans sind wir doch alle. da von daher, das Puzzeln macht mir sowieso ja Spaß. Und da hat es dann tatsächlich auch dann mit wenig Spielern echt gut funktioniert, fand ich. Und dann 2 Wochen später war es, glaube ich, haben wir dann halt dann die große Version mit den Karten gespielt, die ich persönlich natürlich favorisiere, weil es ist Card-Drafting mit drin, klar. Ja. Deswegen darf immer wieder gerne auf den Tisch kommen. Mag ich sehr. Verdienter zweiter Platz. Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir doch zum ersten Platz. Unser erster Platz. Wo Wo ist das hat er sich? überhaupt? Ja, er hat sich versteckt. Unser erster Platz war in diesem Monat eine richtige Überraschung. Tatsächlich. Ja, und zwar es ist Unmatched. Unmatched. Jeder kämpft auf seine Weise. Kampf der Legenden. Wir haben 4 Helden. Miniaturen sind toll, super Material. Wir waren beide von den Socken beim Auspacken. Ja, und ich hatte ja bei dem Spiel richtige Vorurteile. Ich muss ehrlich sagen, also als ich von dem Spiel gehört habe und die ersten Bilder und so davon gesehen habe, so, ja, okay, könnte man vielleicht mal antesten, aber so wirklich interessiert hat es mich eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht. Und als wir das dann gekriegt haben, ausgepackt haben und ja, ich gesehen habe, das Spielmaterial ist doch sehr viel schöner, als man es hier oder da gesehen hat, in den verschiedensten Bildern und so, habe ich mir gedacht, ja, gut, dann probieren wir das Spiel mal. Und es war richtig toll. Wir haben dann richtig angefangen, uns zu kloppen auf dem Im wahrsten Sinne des Wortes, mit Spielfeld. Hilfe der kartengesteuertes Miniaturenspiel. Genau. Und es ist interessant, jeden Charakter zu erforschen. Und man hat schon so seine Lieblingscharakter. Und ja, ich fange ja meistens mit Grün an, wenn diese Farbkombination, die dabei ist, Grün, ja, die Medusa. Und mit den Harpyien fand ich eine super Kombination, richtig cool. Und sie ist auch ein sehr starker Charakter, muss man schon sagen. Bisher haben mir eigentlich die ich gespielt habe, alle gut gefallen. Ne? König Artus oder auch Alice machen auch mir persönlich da sehr viel Spaß. Beim Sindbad muss ich die Karten noch besser kennenlernen, um den einzuschätzen. Aber das ist halt der Reiz bei dem Spiel, weil ja tatsächlich jeder Charakter sich mit den Karten komplett anders spielen lässt. Und die Karten sind eben halt nicht so, wie man es vielleicht manchmal erwarten würde. Okay, ich habe jetzt hier in jedem der 4 Helden, die da mitspielen, die gleichen Karten, die einfach nur anders eingefärbt sind. Sondern nein. Es sind wirklich alle Karten anders individuell auf den Charakter abgepasst. Also das macht doch wirklich Spaß, dann auch den Charakter zu erkennen zu lernen tatsächlich dadurch, ne? Genau, und wir haben das zu zweit und wir haben das Spiel zu dritt gespielt. Ja, der Unterschied war, also ich sag mal, ein kleines bisschen mehr hat mir das eigentlich zu zweit schon gefallen als zu dritt, weil zu dritt haben wir jetzt noch nicht so dieses Ausgewogene noch nicht so sehr gefunden, weil es dann schon, ich sag mal, wenn jemand das zum ersten Mal spielt, er die Karten nicht kennt, zum Beispiel, ist man im Nachteil. Und dann ist natürlich, je nachdem, welche Charakter man jetzt spielt, 2 gegen 2 ist es ja dann im Team. Und wenn, ich sag mal, derjenige, der 2 Charakter auf einmal spielt, der hat die beiden Charakter und sieht sie und kann sie ja im Kopf miteinander abstimmen. Und die anderen beiden spielen ja jeweils einen Charakter. Und da ist es natürlich schwieriger, sich aufeinander abzustimmen und schwieriger dann Naja. gegen diese Übermacht von einer Person anzugehen. Das war so ein bisschen, wo ich so, okay, da muss man erstmal schauen, wie es funktioniert Ja, weiterhin. gut. Und ja. Das ist ja bis jetzt dem geschuldet, weil es wirklich, wie du sagst, 1 zu 1 ist oder halt 2 gegen 2. Es ist ja als Dreispielerspiel dann jetzt so ja nicht vorgesehen, jetzt erstmal von der Grundregel her, dass man sagt 1 gegen 1 gegen 1. Wer weiß, was die Erweiterungen später noch kommen werden. Ich meine, im Englischen gibt es ja schon eine Handvoll Erweiterungen.
Ich würde mich persönlich freuen, wenn das tatsächlich sogar hier auf Deutsch noch ein paar weitere Erweiterungen bekommen wird. Würde ich mich sehr darüber freuen, einfach weil ich auch diese Unterschiede in den Charakterklassen finde. Wir haben jetzt hier König Artus, wir haben Alice aus Wunderland, wir haben Sindbad, wir haben Medusa, was noch alles kommen mag. Also ich habe da schon richtig Spaß dran, mir irgendwelche komischen Ja, Kämpfe ich habe gelesen, vorzustellen. es gibt jetzt zwar schon ein Bruce Lee-Set, also das hätte ich da richtig Spaß dran. Ich war in meiner Jugend war ich Bruce Lee-Fan. Muss man schon sagen, also das würde mich auf jeden Fall reizen, wenn das in Deutsch kommen würde. Ja, aber ist auf jeden Fall ein tolles Spiel und hat mich aber auf jeden Fall überzeugt. Ich würde es jederzeit wieder spielen, natürlich auch in einer Dreierkombination. Aber wie gesagt, man muss halt sich dran. Ja, daran tasten erstmal, ne? Ja, man muss es Man kennenlernen. muss es Und nicht kennenlernen. nur das Spiel, sondern auch wirklich die Helden. Aber das ist eben halt ja das Besondere hierbei. Genau. Aber ist halt, ja, von der Mechanik her und so, ein super Spiel. Ja, das war jetzt unsere Top 3 des Naja, Monats bei dir war es und eine Top 5 oder 6, ne? Oder wie? Ach nee, das war ja Punkt 2, Platz 2, Punkt 1, ja, Platz 2, Punkt 2. ich hab öfters jetzt den Tanja Joker gezogen gehabt. So oft habe ich ihn, glaube ich, noch nie gezogen gehabt. Ich glaube, Nein. das war was Besonderes. Ja, aber ich liebe sie doch alle. Ich liebe sie doch alle. Ja, man Alles, muss ja auch alle Spiele Spiele. lieb haben. Alle lieb haben. Alle lieb haben, alle streicheln. Ja, Scherz beiseite. Wir machen noch ein Gespielt-Video. Gespielt-Video und dann erzählen wir euch so noch mal hier und da noch ein bisschen mehr zu den einzelnen Spielen. Das möchte ich schon sehr gerne, weil die haben alle, die wir jetzt gespielt haben, wirklich was, eine Geschichte zu erzählen für sich gehabt, ne? Genau, und auch viele Besonderheiten und ja, aber das kommt dann in einer nächsten Folge. Und für heute sagen wir erstmal Tschüss, die Hausis, Tanja Thorsten. und Familie Enterich. Tschüss. Tschüss. Ja, da hast du jetzt aber rausgefeuert, hör mal. Konnte mich nicht entscheiden.